Liebe Freunde der paradoxen Strategie, es geht weiter mit unseren Infovideos zum neuen Patch, zum Patch 1.2 für Europa Universalis 4. Heute das dritte Video zum Thema Militär und Diplomatie. Fangen wir an mit Militär. Die wesentlichste Änderung ist die, dass sich die Moralmodifikatoren verändert haben. Ich habe es schon beim letzten Mal angedeutet. Es ist so, dass waren bislang immer absolute Werte. Und jetzt sind es prozentuale. Das ist insbesondere relevant bei den Ideen. Also hier steigt zum Beispiel die Moral um 25%. Das heißt, es ist ja so, dass im Laufe der Zeit durch Technologiefortschritt hier im Bereich Militär die Moral ja automatisch ansteigt. Und jetzt wäre es natürlich, das heißt, im Laufe der Zeit war es bisher so, dass die Modifikation, die Boni, die man erhält durch die Ideen an Wert verlieren, weil die nur absolut waren und im Verhältnis zu den allgemeinen Steigerungen durch Technologie dann immer wertloser wurden. Das ist jetzt verändert. Das heißt, wenn man hier durch Technologie Moral Boni bekommt, dann werden die aufgrund dieser prozentualen Regelung durch die Ideen noch weiter verstärkt. Ebenso ist es gibt es eine Veränderung im Bereich Armeeunterhalt. Auch hier war es so, dass es im Prinzip so einen absoluten Wert angezeigt hat. Wenn man den Armeeunterhalt reduziert, reduziert man natürlich die Moral der Armee. Das ist klar, dieser Effekt ist klar. Jetzt ist es so, dass dieser Effekt Auswirkungen hat auf die Gesamtmoral und das wird dann auch hier unten angezeigt. Das ist ganz neu. Da sieht man also aktuelle Auswirkung und jetzt sieht man tatsächlich die Ist-Veränderung auf die Gesamtmoral. Hier, wenn man es voll hat, ist es natürlich die normale Gesamtmoral und je weiter man hier runter geht, umso stärker fällt die dann. Minus 3,29. Wir können uns das mal dann hier angucken. Ja, jetzt haben wir also 0,5 noch. Aufgrund des Unterhaltes ist die um minus 3,29 gesunken. Ja, das ist also eine wesentliche Veränderung. Also das muss man einfach im Blick haben. So, dann war es ja so, dass die Unterhaltskosten mit der Technologiestufe skaliert sind. Also es gab ja hier Unterhaltskosten, zum Beispiel hier 0,18 monatlich für einen Waffenträger. Und die sind angestiegen, je technologisch besser man wurde in dem Bereich. Und dieser Effekt ist jetzt halbiert worden. Das heißt, das steigt nicht so stark an die Unterhaltskosten. So, dann gibt es eine Veränderung bei der Kriegsmüdigkeit. Da hatten wir ja das letzte Mal gesagt, es gibt keine Kriegsmüdigkeit mehr durch die Kriegssteuern. Jetzt gibt es allerdings sehr viel stärker Kriegsmüdigkeit durch Schlachten. Also dieser Effekt ist jetzt erhöht worden. Ansonsten hätte man sich natürlich jetzt fragen können, wie denn überhaupt die Kriegsmüdigkeit hier relevant sich erhöht. Also das ist jetzt durch Schlachten verstärkt. So, dann gibt es eine Veränderung, dass wenn ich Einheiten, sage ich jetzt mal, bewege, also zum Beispiel, ich sag mal, ich gehe jetzt hier lang und marschiere durch diese drei Provinzen, dann war es früher so, dass man einmal im bestimmten Zeitraum diese Provinzen auch geplündert hat und ich glaube sogar den Grundsteuerwert der jeweiligen Provinz erhalten hat. Voraussetzung ist aber, dass im Rahmen eines bestimmten Zeitraums die Provinz nicht vorher schon geplündert wurde.
Nun ist es so verändert worden, dass ein reines Durchmarschieren noch nicht genügt für die Plünderung. Das heißt, man muss irgendwie in eine Provinz ankommen und dann wahrscheinlich irgendwie einen Tag dort stehen bleiben oder so. Dann erfolgt die Plünderung. Warum diese Änderung nur gemacht wurde, bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Das führt doch, also führt einfach nur zu erhöhtem Micromanagement. Finde ich eigentlich nicht so toll. Gut, dann gibt es noch was Wichtiges, und zwar, wenn man eine Provinz belagert. Wir machen das mal hier einfach, lass mal die Zeit ein bisschen laufen. So. Okay. Dann gibt es was Neues, und zwar, dann gibt es in jedem Fall 1% Zermürbung aufgrund von Belagerung. Das ist gar nicht zu verhindern. Finde ich auch ganz realistisch, weil sonst ist ja eine Belagerung so völlig unkritisch und man kann sich da gemütlich darauf zurückziehen. Das heißt also auch, dass man ständig Kosten dadurch verursacht, weil die ja immer wieder ersetzt werden, die Truppen. Und dieses Ersetzen, wisst ihr ja, kostet erhöhten Armeeunterhalt. Das finde ich doch eine relevante Veränderung, die man im Blick haben muss. Aber ich finde es auch fair. 1% finde ich okay und auch realistisch. Dann steht da, dass sie die Werte von Kavallerie und die Schockwerte von Kavallerie und Infanterie angepasst haben. Ach, hier ist, glaube ich, Schock-Nahkampf-Modifikator. Das kann ich jetzt nicht im Einzelnen nachvollziehen, was hier verändert wurde. Auf jeden Fall steht in den Patch-Notes, dass die Kavallerie gestärkt wurde dadurch. Also sie wurde attraktiver gemacht durch diese ganze Geschichte. Ja, soweit also zum Thema Kampf. Jetzt ein paar Worte zu den Veränderungen im Bereich Diplomatie. Das sind jetzt also diverse aus ganz verschiedenen Bereichen. Unter anderem konnte man Thron beanspruchen und erhielt unter bestimmten Voraussetzungen und erhielt dafür ein Casus Belli. Das geht jetzt nur, wenn man in derselben Dynastie ist. Das kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, weil wir eine Theokratie sind und keine Adelsherrschaft. Deswegen, sonst würde hier, glaube ich, angezeigt bei dem Herrscher, zu welcher Herrscherdynastie er gehört. Und es gibt durchaus auch Herrscher die von anderen Ländern, die der gleichen Dynastie angehören. Und in diesem Fall kann man noch diese diplomatische Option wählen, Thron beanspruchen, was einem dann einen bestimmten Casus Belli gibt, einen Kriegsgrund. Ja, ein Wort zum Thema Personalunion. Da gibt es verschiedene Änderungen. Interessant vielleicht, wenn man eine Personalunion etabliert, dann werden alle Allianzen der Partner dieser Personalunion ohne Strafe allerdings erst einmal ungültig. Die muss man dann irgendwie neu schließen. So, wenn ein Land, also nehmen wir an, man schließt eine Personalunion unter der eigenen Führung und dieses Land, das man in die Union holt, war selber schon Teil einer Personalunion, und zwar der dominante Teil, dann kommen die kleineren Partner dieser Personalunion ebenfalls, werden Teil der Gesamtunion. So, jetzt klingelt es bei mir hier mal. Ich mache mal einen Break. So, da bin ich wieder. Entschuldigt Leute, wir machen weiter. Jetzt zum Punkt Friedensverhandlungen. Da gibt es ein paar Neuerungen. Und zwar, in einem Unabhängigkeitskrieg, das ist meines Wissens ein Krieg eines, ja, zwischen Mitgliedern einer Personalunion, wo sich der Kleinere loslösen will. Da ist ein weißer Frieden kein Ende der Personalunion, sondern ein weißer Frieden bewahrt halt den Status quo. Das ist in gewisser Weise ein Sieg des alten Führers der Personalunion. Was auch neu ist, wenn man jetzt Provinzen annektiert im Rahmen eines Friedensvertrages, dann war es bisher so, dass Gebäude zerstört wurden. Ich weiß gar nicht, ob alle Gebäude zerstört wurden.
oder alle bis auf die erste Stufe. In jedem Fall ist das jetzt so organisiert, dass nur die Gebäude der jeweils höchsten entwickelten Stufe zerstört werden. Das ist jetzt in unserem Fall noch nicht so relevant, weil wir hier in der Regel immer nur Stufe 1 Gebäude haben. Aber im Late Game ist es ja so, dass man ziemlich ausgebaute Provinzen hat und dann bei der Eroberung wird immer nur die jeweils höchste Stufe zerstört, was natürlich die Provinzen dann auch interessant und wertvoll machen. In jedem Fall werden alle Spezialgebäude hier zerstört. Genau. Und auch alle einzigartigen Gebäude. So, dann gibt es bei den Friedensverhandlungen eine weitere Neuerung. Und zwar, nehmen wir mal an, ich will jetzt hier Frieden schließen mit Polen. Und dann habe ich ja die Möglichkeit, dass ich anderen Nationen... Ach nee, genau. Dass sie Kernprovinzen, ihren Anspruch auf Kernprovinzen aufgeben. Jetzt ist es so, dass man das nur fordern kann bei Kernprovinzen, die eine Kultur haben, die nicht die Primärkultur des Landes ist, mit dem man gerade verhandelt. In unserem Fall wäre das also Podolien und Ruthenien. Diese Provinzen haben, glaube ich, ukrainisch als Kultur. Ukrainisch ist nicht die Primärkultur von Polen. Deswegen kann man verlangen, dass sie hier ihren Kernanspruch aufgeben. Posen zum Beispiel. Posen, da hat Polen auch einen Kernanspruch drauf. Das kann ich jetzt nicht in einem Friedensvertrag verlangen, weil Posen polnische Kultur noch hat. Das wiederum ist natürlich auch ein stärkerer Antrieb, hier diese Kultur zu verändern, wenn man dann in einem Friedensvertrag auch verlangen kann, dass sie ihren Kernanspruch dort aufgeben. Ja, dann gibt es jetzt die Möglichkeit, auch große Länder mit einem Krieg, mit einem Schlag zu annektieren. Das gibt es allerdings nur im Rahmen eines Revolutionskrieges, also ganz, ganz spät im Endgame, wenn diese großen revolutionären Bewegungen auftauchen und man den Kriegsgrund Revolutionskrieg bekommt, dann kann man also tatsächlich auch größere Länder mit einem Mal annektieren. Dann ist eine Neuerung, wenn man mit einem, ja, wenn man zum Beispiel, nehmen wir an, jetzt eine konstruierte Situation, Masowien und Polen. Masowien war Vasall von Polen. Ich kämpfe gegen beide, besetze gesamt Masowien und möchte jetzt mit Masowien verhandeln, dass sie mein Vasall werden. Das ist früher nicht möglich gewesen, weil man einfach nicht separat mit einem Vasallen verhandeln kann. Jetzt ist das, also man hätte den entlassen müssen und so weiter. Jetzt ist das verändert worden. Man kann also auch mit einem Vasallen verhandeln, allerdings kann man dann nur die Vasalisierung durch einen selbst fordern. Das ist neu. So, dann gibt es etwas, was für mich jetzt relevant gewesen wäre. Und zwar, wenn man also ein Land vasalisiert, so wie ich das mit Masowien gemacht habe, dann ist man sofort im Krieg mit allen Ländern, die mit diesem Vasallen im Krieg sind. Und der Vasall wiederum ist im Krieg mit den Ländern, mit denen ich im Krieg bin. Man ist also quasi gleich in einem gegenseitigen Bündnis verflochten. Das hätte meine Probleme gelöst, die ich hier habe. Denn hier ist es so, dass es eigentlich jetzt zwei separate Kriege laufen. Ein Krieg von Masowien gegen Polen und ein Krieg von mir gegen Polen. Und ein Friedensschluss mit Polen beendet eben noch nicht den Krieg mit Masowien, wie ich dann noch feststellen musste. Das ist also gelöst, dieses Problem. Das finde ich sehr gut. So, dann gibt es eine Veränderung, wenn man einen Vasallen, ich mache es mal hier, diplomatisch annektiert, also die Annexion fordert, und das gleiche gilt im Übrigen auch für eine Personalunion, dann ist man im Krieg
mit den Feinden dieses Landes. Den Sinn der Sache verstehe ich nicht so ganz, aber in jedem Fall nehmen wir mal an, ich würde jetzt Masowien diplomatisch annektieren wollen, wäre ich, wenn das richtig ist, im Krieg mit Ukraine, Polotsk und Polen. Ist ja noch ein interessanter Aspekt, den man bedenken muss. So, dann vielleicht noch ein paar Sachen, was so die Beziehungen allgemein betrifft, die Meinungen der Länder untereinander. Und zwar gibt es ja hier diese schöne Geschichte, Feind meines Feindes. Das haben wir hier zum Beispiel in Moskau. Weiß gar nicht, warum sich hier gerade der Wert... Ne, in Moskau haben wir das nicht. Wo haben wir... Ach doch, hier. Der Feind eines Feindes. Ist jetzt, steht hier 0. Früher war das sofort 50. Das heißt, wenn ich einen Rivalen definiert habe, den Moskau auch als Rivalen hatte, dann hatte man einfach mit einem Schlag plus 50 Beziehungsbonus. Jetzt ist das so, dass das mit im Laufe der Zeit hochgeht. Erst. Warum allerdings jetzt hier nicht angegeben wird, wie schnell das hochgeht, verwundert mich etwas. In jedem Fall ist das so in den Patch Notes beschrieben. Ich weiß gar nicht, habe ich das noch irgendwo? Feind eines Feindes. Ja, es ist auf jeden Fall überall auf 0 gesetzt. Ich hoffe, es funktioniert auch, dass es hochgeht. Nicht, dass das sozusagen der Patch da mit einem Bug startet. Wobei im Übrigen, also das ist auf jeden Fall der Fall, dass mit diesem Patch auch einige neue Bugs ins Spiel kommen. Ich denke mal, wir werden bald auch wieder Hotfixes erleben, dieses Patches. Also das ist eine wichtige Änderung. Ich finde auch gut, weil das war ein ziemlicher Exploit, finde ich. Mit einem Schlag plus 50 Beziehungen ist unrealistisch. Also das tickt mit der Zeit hoch. Dann bekommt man verbesserte Beziehungsboni, wenn man ein Kernprovinz einem Land, also wenn man eine Provinz einem Land zurückgibt, die darauf einen Kernanspruch hat. Nehmen wir mal an, hier Beispiel, Niederlausitz. Niederlausitz hat jetzt gehört derzeit zu Brandenburg, aber auch Böhmen hat einen Kernprovinzanspruch darauf. Und wenn ich jetzt im Krieg mit Brandenburg die Niederlausitz zurückgebe an Böhmen, dann habe ich eine deutliche Beziehungsverbesserung zu Böhmen. Die finden mich dann einfach toll. So, dann gibt es eine Beziehungsverschlechterung, Beziehungsmali, wenn man eine Staatsehe wieder auflöst, wenn man sie bricht. Kann ich euch nicht zeigen, weil ich eine Theokratie bin. Wenn man in einem Krieg Provinzen verliert im Rahmen eines Friedensschlusses, dann reduziert sich dieser aggressive Expansionswert. Das ist ja überhaupt so ein extrem wichtiger Wert. Das ist dieser hier. Ihr seht, da habe ich schon ziemliche Probleme. 205 Meinung von Litauen über aggressive Expansion von Teutonen. Das ist im Übrigen auch das Entscheidende bei einer Bildung einer Koalition gegen einen selbst, glaube ich. Wie auch immer. Also wenn ich jetzt hier im Rahmen, zum Beispiel wenn ich jetzt gegen Polen hier verlieren würde, ein paar Provinzen, dann würde sich dieser Wert verringern. Ich würde also, das ist im Prinzip das Pendant zum Ruf in gewisser Weise von Europa Universalis 3. Ja, wenn man einem Land eine Garantie gibt für die Unabhängigkeit, dann gibt das jetzt einen Bonus bei der Meinung des Landes. Hier sieht man es garantiert plus 10. Das stärkt so ein bisschen diese Option, die ja eher weniger verwendet wird. Finde ich gut. Und dann eine Sache, die wir noch nicht hier in diesem Let's Play erlebt haben, aber man kann ja so Flottenbasisrechte erwerben bei anderen Nationen. Wenn man das ablehnt, dann gab es früher ein Beziehungsmales. Auch wenn man das beendet hat, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ja, und vielleicht ganz zum Schluss. Es gab eine hochumstrittene Sache. Und zwar gab es ja häufig diese Events Grenzstreitigkeiten, die ja, glaube ich, einen Kriegsgrund gegeben haben und vor allem auch die Beziehung Grenzdisput. Hier sieht man es, minus 53. Oder hier in Richtung Brandenburg minus 6.
Steht im Zusammenhang mit dem Event. Bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall gibt es dieses Event, Grenzdisput. Und dieses Event wiederum kommt jetzt zukünftig öfter oder oft, wenn das entsprechende Land eine schlechte Meinung über einen hat. Und es kommt weniger oft, wenn man eine gute Beziehung zu dem Land hat. Das heißt also, man kann also doch langfristig auch stabile Beziehungen zu einem Nachbarn pflegen. Also wenn man gute Beziehungen hat, dann werden die nicht immer durch dieses Event zerstört. Das war ein bisschen lästig, das Ganze. Ja, liebe Leute, also ich sag's auch in dieser Folge nochmal, wenn ihr Sachen noch wichtig findet, die ich nicht erwähnt habe, schreibt es ruhig in die Kommentare. Und wenn andere Leute das wiederum gut finden, dann votet die Kommentare, sodass das dann weit oben steht und alle lesen können, was vielleicht noch gesagt hätte werden müssen. Ansonsten hoffe ich, dass ich euch mit dieser kleinen, aber feinen Videoreihe weitergeholfen habe, um einen Überblick über diese wahnsinnig umfangreichen Veränderungen dieses Patches zu bekommen. Ich werde noch ein viertes, ganz kleines Video erstellen, wo ich nochmal ganz knapp die absolut allerwichtigsten Veränderungen für mich zusammenfasse, so für den letzten Überblick oder für diejenigen, die zukünftig zu faul sind, um alle drei ausführlichen Videos zu sehen. Ja, das war's also. Macht's gut, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal, euer Steinwallen. Liebe Freunde, ich habe noch eine Kleinigkeit vergessen, deswegen gibt es noch diesen Nachtrag. Und zwar gibt es ja diese schöne diplomatische Aktion, Geheimdienstaktion, Anspruch fingieren. Ja, ganz wichtig. Und da gibt es ein paar Veränderungen. Das erste ist, dass wenn man erwischt wird bei dieser Aktion, dann kostet das oder dann bringt das einem 10 zusätzliche aggressive Expansionspunkte ein. Also dieser böse Wert, der quasi den eigenen Ruf in der Welt darstellt, der erhöht sich dadurch. Allerdings kann das nur einmal überhaupt passieren. Das finde ich auch sehr gut, insbesondere weil dann diese nervigen Nachrichten nicht mehr kommen, dass wir einen feindlichen Spion entdeckt haben. Also das passiert während dieser ganzen Aktion, kann das nur einmal passieren. Und auch nur wenn das passiert, gibt es diese 10 aggressive Expansionspunkte. Wenn das im Laufe der Zeit nicht passiert, dann gibt es eben keine aggressiven Expansionspunkte. Das ist auch neu. Dann ist es so, man kann nicht mehr bei Vasallen diese Geschichte unternehmen. Das war früher möglich, das ist jetzt abgeschafft. Also bei Vasallen kann man keine Ansprüche mehr fingieren. Und als letztes auch vielleicht eine wichtige Änderung, und zwar reduziert es inzwischen nur noch die Friedenskosten um 10%, wenn man einen Anspruch hat auf eine Provinz. Das kann ich euch jetzt nicht so richtig zeigen. Ich versuche mal hier Frieden zu verhandeln. Ja, ich habe jetzt noch hier keine Provinz erobert, deswegen ist das hier nicht zu sehen. Wobei ich mir, also ganz klar, ist das dann natürlich eine Frage, wie viel diplomatische Macht man dafür einsetzen muss. Das ist ein Punkt. Allerdings ist es natürlich wieder anders, wenn man einen Eroberungskriegs-Casus Belli gewählt hat. Das wiederum verändert sich ja. Das wirkt sich auf die diplomatischen Machtkosten dahingehend aus, dass man dafür dann gar nichts bezahlen muss. Insofern spielt das dann wiederum keine Rolle. Also betrifft das eigentlich nur Kriege, wo man einen anderen Kriegsgrund hat. Und dann spielt eben diese 10% Reduzierung rein. Vorher waren es meines Wissens 25% Reduzierung der Friedenskosten, wenn man einen wenn man einen fingierten Anspruch auf diese Provinz hat. Nicht ganz sicher bin ich mir, ob das Einfluss hat auf die Berechnung des Warscores, des Kriegsstandes.
aber meines Wissens, wenn ich das richtig einschätze, nicht. Es gibt im Forum eine heiße Diskussion darüber, ob dieser Patch es noch schwieriger macht, sich über den Krieg, durch den Krieg zu expandieren. Offenbar wurde auch an der Berechnung des Kriegsstandes gedreht, wobei ich das in den Patchnotes nicht irgendwie erkennen kann oder ablesen kann, dass sich dort was verändert hat. Also es wird gesagt, dass man halt durch die Besetzung von Provinzen sehr schwer einen hohen Kriegsstand erreichen kann. Bin ich mir nicht sicher, ob sich da durch diesen Patch was verändert hat. Wenn ihr da mehr wisst, schreibt es ruhig in die Kommentare rein. So, dies war es aber nun endgültig und insofern noch einmal ein Abschiedsgruß von mir an euch. Macht's gut, ciao, euer Steinballen.